Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Flughafen Feuerwehr Simulator 2013. Wir haben die höchste Stufe erreicht und starten sogleich auch in den nächsten Arbeitstag. Auf der höchsten Stufe sollten wir jetzt eigentlich uns aussuchen dürfen, welches Fahrzeug wir fahren. Schauen wir mal, ob das der Tatsache entspricht. Wäre natürlich sehr leibend. Ich glaube, dann nehmen wir mal was anderes als ein Panther. Ich muss auch sagen, dass sich dieses Let's Play jetzt, ja, ich sage jetzt mal, dem Ende zuneigt. Wir werden, schätze ich, noch so, naja, ich mache noch 2 Folgen als Oberbommeister. Als Oberhauptbrandmeister. Tach, ihr Nasenbären. Da ich gleich noch einen wichtigen Termin habe, nur das Wichtigste in Kürze. Natürlich. Bitte wähl jetzt dein Fahrzeug für die heutige Schicht aus. Florian 1? Nein. Florian 4, 5 oder 6. Einsatzmessfahrzeug 7. Wechsellader 8. Drehleiter oder die beiden Panther? Was nehmen wir denn? Nehmen wir Florian 4. Das heißt Nummer 2. Das Tanklöschfahrzeug Florian 4 teile ich dir heute zu. Sorge dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut im Schuss. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Gut, also wie gesagt, wir werden jetzt noch so, naja, 2 Folgen haben wir vorgenommen noch. Als Oberbrandmeister oder Hauptbrandmeister oder was auch immer jetzt sind. Dann haben wir eigentlich eh schon das meiste gesehen. So, uns gehört jetzt Florian 4. Okay, da haben wir Wasser drinnen. Haben wir Sauerstoff auch mit? Nein, haben wir nicht mit. Okay. Das heißt, wir müssen schnell da nach hinten laufen. Und eine neue Sauerstoffflasche holen. Die da liegt. Sitz, jetzt geht's wieder. Machen wir da wieder zu. Da haben wir eh nur Ölbindemittel und die Hüte drinnen. So, dann schauen wir mal, ob die Disco funktioniert. Ja, das funktioniert. Tank ist voll und der Tank ist auch voll. Na dann warten wir mal, bis was passiert. Ja, renn einfach einmal durch die Tür durch, das passt schon. So, erster Einsatz bitte. Hat Kaffee? Kaffee war auf der Seite, oder? Morgen. Bin mir jetzt unsicher. Wie geht's? Auch schon beim Mittagessen, der Kollege. Die Schicht hat gerade begonnen und er tut schon Mittagessen. Das ist unglaublich. Burschen, kommt schon. War ein Einsatz, mit langweilig. Das will ja keiner sehen, wie ich da herumrenne. Ja, meiner hat gar keine Frontkanone, das ist der Fünfer, der die Kanone vorne hätte. Also das heißt, wir müssen schön auf Handarbeit heute machen. In den letzten Folgen sind wir ja mit dem Panther gefahren. Die stehen auch wieder da. Sind scheinbar beide putzt worden. Schaut zumindest wieder ziemlich sauber aus. Jetzt als Einsatzleiter muss ich ein bisschen auf die Fahrzeuge schauen. Oh, die sind schon sauber. Sehen schon sauber aus.
Schwieriger Zungenbrecher. Seit 6 Stunden im Dienst und nichts passiert bis jetzt. Ich glaube, 6 Stunden sind wir schon im Dienst. Rat jetzt mal, welcher von den 3 da mir gehört. Der natürlich am besten einpackt ist. Jetzt passt. Ach ja, dann warten wir halt. Zum Erzählen gibt es eigentlich nicht viel. Eigentlich gar nichts, um genau zu sein. Wir können über das Wetter reden, es ist noch immer grausam. Grauslich. Gib bitte, wird das jetzt was? Immer grau in grau, aber immerhin hat schon fast 10 Grad plus, also. Es wird ja langsam. Was ist das eigentlich da? Ja, das ist eine ziemlich sehr spannende Folge heute. Was ist das? Irgendeine Anzeigetafel? Hm. Okay. Jetzt so ein Liegestuhl da und irgendein Cocktail in der Hand. Einsatzbefehl für Florian 4. Oder auch nicht. Der Tower hat uns gerade durchgegeben, dass sich eine Maschine auf dem Anflug auf Rollbahn 32L befindet. Unser Bereitstellungsraum ist um das Rollgelände 14R. Der Pilot der Frachtmaschine befürchtet, dass es bei der Landung... Florian 4 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Panther ruckt auch aus, sehr schön. Dürfte es ein bisschen was Gröberes sein. Na dann schauen wir, dass wir da hinkommen. Aber es riecht sehr nach Fehlalarm. Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Ah, so eine Mission ist das. Die haben wir, glaube ich, hier noch nie gemacht. So, dann warten wir, bis das abgeschlossen ist und dann räumen wir das Ganze wieder weg. Die Fahrwerke sind jetzt auf normale Temperatur runtergekühlt. Die Drucklüfter können jetzt wieder ins Fahrzeug eingeladen werden. Ja, dann gibt das Ding hier.
Platzsparend, wie wir sind, stellen wir die ganzen Dinger ineinander. Und eine müssen wir uns noch holen. Aber Kollege, danke fürs Licht. Euer schnelles Eingreifen konnte verhindert werden, dass eines der Fahrwerke durch Überhitzung beschädigt wurde. Bitte melden Sie den Einsatz. Florian 4 verstanden. Maske wollte ich jetzt eigentlich nicht aufsetzen. Und das war ein langer Einsatz. Dann fahren wir mal Richtung Heimat, um genau zu sein. Kleiner Drift. Ach ja. So, einmal einpacken bitte. Florian 4 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Wache. Ich hab da nicht aufgemacht. So, Einsatz 1 erfolgreich erledigt. Mein Büro, ist das da oder da? Ich glaube da drüben, oder? Okay, jetzt haben wir für alles Bilderchen. Florian 1. Tanklöschfahrzeuge. Alles senkrecht. Wechsellader. Drehleiter und natürlich den Panther. Hallo. Na, alles klar? Ja, es ist ein sehr spannender Tag heute. Muss man echt sagen. Muss einmal einen Schluck trinken, während wir auf den Einsatz warten. Einsatz oder auf Dienstende, eins von beiden. Was halt zuerst kommt. So, ein bisschen die Autos kontrollieren, ob es eh alle in Ordnung sind. Ich
Glaubst du, kriegen wir noch einen Einsatz? Lang ist die Schicht nimmer. Langsam wird es auch schon wieder hell. Ach ja, dann warten wir halt. Ich glaube, Einsatzbefehl für Florian 4. Im Bereich des Hangars und Lagerhallen vom neuen Frachtterminal wurde ein Alarm gemeldet. Hier wurde starke Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein. Florian 4 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Einsatz! Ja, du kurz vor Dienstschluss natürlich. Oh, servus. Brennt ein Flugzeug. Ein Zeugflug. Tatsächlich. Es ist die Mission, die ich schon einmal vergeigt habe. Florian 4 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Warteschlauch ist auf der anderen Seite, oder? Genau. Na gut, dann gehen wir es an. Probieren wir es noch einmal. Schlauch. Atemschutz. Dann probieren wir mal unser Glück. Ah, da steht ein anderes Flugzeug in dem Flugzeug drin, oder wie? Okay, nicht reingehen, da ist schlecht. Na gut, von da draußen wird es nichts bringen. Ja, okay, und ich komme auch nicht rein, also... Ja, wie ich die Mission jetzt schaffen soll? Keine Ahnung. Es steht nämlich ein anderes Flugzeug in dem Flugzeug drinnen und... Ich komme nämlich gar nicht rein. Ja, den Einsatz kann ich weder schaffen noch sonst was. Ich kann nur dran sterben irgendwann. Das ist super, ich komme nämlich nicht in das Flugzeug rein. Ja, von wenn ich es von draußen lösche, dann wird das wahrscheinlich genau nichts bringen. Wenn es innen brennt. Ja, Leute, ich würde sagen, die Mission können wir vergessen. Die Hütte steht in Flammen, aber da steht ein zweites Flugzeug, das in dem Flugzeug drinnen steht. Ja, okay, ich stelle mich rein und sterbe. Ich kann das nicht schaffen. Ich komme nicht weiter rein, ich kann so weit... Und wenn ich mich so hinstecke, kriege ich Schaden, wie es sieht. Durch Unachtsamkeit hast du zu großen Schaden genommen. Ah ja. Was soll ich sagen? Ich konnte das nicht schaffen. Man hat gesehen, warum. Man hat gesehen, dass da ein zweites Flugzeug in dem anderen Flugzeug drinnen stand. Ich konnte nicht reingehen, ich konnte nicht löschen, ich konnte von außen nicht löschen. Was hätte ich tun sollen?
Ja, ist nichts passiert. Wir bleiben Hauptbrandmeister und ja, ist halt so. Das war die vorletzte Folge. Eine machen wir noch und dann war's das. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.